Ja, Dienstag bedeutet ein wunderbares neues Live-Event in Assassin's Creed Odyssey. Wir haben wieder einen Shop-Reset im Orichalco-Store, eine neue Weekly-Quest, also all die Sachen, die wir momentan jede Woche immer noch neu nachgeballert kriegen. Ich glaube, das sind automatisch generierte Dinge, aber hey, immerhin irgendwas Neues. Und an erster Stelle fetten Dank auf jeden Fall an mein neuestes Kanalmitglied, HateBunnyTV, und besten Dank auch an all die neuen Twitch-Prime-Subs, die mich unterstützt haben am vergangenen Sonntag. Ja, wir gucken uns, glaube ich, gleich als erstes hier mal den Shop an, was es denn hier bei dem Typen gibt. Bin ich mal schon gespannt, liebe Leute. So, dann gucken hier in diesen Shop. Ja moin, ein krasses neues Schiff. Ägäische Piraten ist kein neues Schiff, aber kann man sich trotzdem mal gönnen. Kann man auch sein lassen. Ich finde für 40 Orichalkos-Erz, wenn man auf dieses Design steht mit dem Oktopus, kann man das ruhig mal mitnehmen. Ist halt ein Schiffsdesign. Was soll man dazu sagen? Es ist nichts Geiles. Dann haben wir die Armschienen des Tapferen und der Tapferen. 100% Crit Damage bei voller Gesundheit ist dieses Löwe-Set, was es relativ am Anfang gab. Ich glaube, letztes Jahr noch war das. Kann man mitnehmen. Also der Set-Bonus ist gar nicht so unattraktiv, um ehrlich zu sein. Aber ansonsten ist halt was ganz Nettes für Krieger, wer da gerne noch mit Sets spielt. Für die Epic-Leute ist hier heute Attentatschaden, Adrenalin pro Treffer und Gift- und Brandeffektivität sind nicht die Stats, die ich rollen würde als Attentäter, um ehrlich zu sein. Da würde ich eher auf puren Damage gehen. Und für Krieger haben wir hier Kriegerschaden, Speerschaden, also das fällt schon mal nur ins Raster, wenn du Speer spielst. 20% Chance auf Crits bei niedriger Gesundheit. Okay, das ist halbwegs interessant, ehrlich gesagt. Ich finde bei voller Gesundheit-Stat immer besser, weil du leichter bei voller Gesundheit bist, als die ganze Zeit auf Low Life. Außer mit Romfire vom Olymp. Das ist auch nicht irgendwie so der Traum, oder? Das ist halt der Weekly Shop, keine Ahnung. Die letzten zwei Wochen waren krass, deswegen sind wir auch ein bisschen verwöhnt, um ehrlich zu sein. Zweimal ein Mount in Folge war schon nicht schlecht, ey. War schon nicht schlecht. Aber zunächst machen wir hier, glaube ich, mal das Live-Event. Denn das ist ja das, was uns weltweit am meisten Spaß macht, immer. Und danach kümmern wir uns um andere Dinge, wie zum Beispiel den Kultputz. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Arena machen kann, aber erstmal machen wir hier diese Quest. Also das ist wirklich verräterisch. Immer an dieser Stelle gefühlt jedes Schiff. Ist euch das mal aufgefallen? Aber naja, da ist halt viel Platz. Wolle im Orichalkos-Shop, das wäre so geil. Ganz ehrlich, da würde ich ein extra Video machen, Wolle im Orichalkos-Shop und einfach mal Wolle 10 Minuten lang worshipen, weil jeder liebt Wolle, oder? Das ist nicht Wolle! Wo ist Wolle hin? Das ist ja jetzt eine Katastrophe. Wolle, zeig uns deine Tolle. Oh ja. Oh ja! Oh oh. Gehen wir mal in Deckung. Nochmal. Denn langsam wird's ja knapp. GG! Ey! Dann rammen wir das Teil mal. Hoffentlich kriegen wir genug Fahrt. Easy Kill. Haben wir auch noch den realisiert? Kriegen wir die vielleicht mit Sperren auch noch? Unity oder AC3 Remaster? Ja, musst du dir überlegen. Fragen kann ich dir leider nicht abnehmen. So, Freunde. Die schwarze Flagge verbrennen haben wir zusätzlich noch abgeschlossen. 144 KLP. Aber jetzt wird es ja mal so richtig krass. Und zwar gucken wir uns den neuen Skin an. Den zweiten neuen Schiffskin heute. Artemision. Die Artemision war dafür bekannt, ebenso elegant wie tödlich durch feindliche Flotten zu preschen. Wie bei einem todbringenden Tanz. Einem Tanz, der wieder und wieder getanzt wurde. Das heißt, wir müssen übers Wasser tanzen. Ist also ein Rammschiff. Gucken wir uns das Schiff hier mal an. Das ist auf jeden Fall das neue Schiff. Ja, guck mal, Heinrich. Heinrich von Siva. Magi. Ich glaube, diesen, die Pasta-Ruinen brauchen wir noch. Wer hat Bock auf Nudeln? Wollen wir da mal hin? Können wir hier rausklettern aus Atlantis? Boah, ich freue mich so auf das DLC, ne? Da wird legendär. Oder nicht. Oder doch? Nein, doch. Keine Ahnung. Kannst du mal zeigen, welche Waffen, Rüstung, Gravierung etc. du benutzt? Ich benutze momentan das Odysseus-Set, mein absolutes Lieblingsset. Ich muss nochmal so ein Update-Video machen über mein Setup, weil das immer wieder gefragt wird. Immer noch den Rankenbogen, muss den mal auf 99 bringen. Immer noch den Streitkolben des Herakles, Fernkampfschaden bei Angriffen von oben. Du bist zwar selten oben, aber wenn, dann ist es wirklich satisfying, den einen 1,9 Millionen Crit reinzudrücken. Mit einem Epic-Set würdest du dann noch weitaus höhere Crits hinkriegen. Adrenalin finde ich einfach gut. Liebe Adrenalin-Management, deswegen finde ich den Set auch legendär, deswegen habe ich auch das Odysseus-Set an, weil du die ganze Zeit Adrenalin zurückkriegst. Hiermit kriegst du noch mehr Adrenalin, über meine Masteries kriege ich auch noch mehr Adrenalin und so habe ich halt immer genug, um irgendwelche Spells zu drücken, mich zu heilen, irgendwas Cooles zu machen. Atlantis-Klinge feiere ich eigentlich auch wegen Rüstungsdurchschlag, Crit-Damage und Jägerschaden und das ist halt obviously der beste Bogen. Es gibt noch andere, die okay sind, aber Rankenbogen ist mit Abstand der beste, gibt es übrigens im Shop, das Set gibt es auch im Shop. Die beiden Items sind die einzigen, die du so kriegst. Also 100 Pro wird hier irgendwas krasses passieren. Vielleicht können wir dann hier so da durchschießen. Oder hier leuchtet es dann durch.
Schießt man hier so durch und dann leuchtet's. Und wenn's leuchtet, passiert immer was Krasses. Kennen wir ja aus Assassin's Creed. Und dann geht das auf, alles wird geflutet, aber wir können dahinter in diese Stadt. Die ist dann von einem Schutzschild oder so. Was weiß ich, keine Ahnung. Könnte cool werden, das dritte DLC. Das dritte vor allem. Das vierte Kapitel, was wir hier neu hinzukriegen, also das zweite DLC. Wann kommt das DLC? Im April. Lass mal kurz hier zur Arena gehen, weil wir immer zur Arena gehen. Lass mal kurz ins Questlog gehen, wegen der Weekly Quest. Kultputz. Töte die Anhänger des Ares in der ganzen griechischen Welt. Töte die Töchter der Artemis. Ja gut, Töchter der Artemis, das machen wir ganz fix. So, die Töchter der Artemis machen wir ganz einfach hier in der Arena. Evante, die Jägerin. Da sind fast nur Töchter der Artemis und Tiere. So, das ist da, wo du die immer sofort findest. Und bei den Kultleuten musst du ein bisschen gucken. Ich glaube, die gibt es hier nicht in der Arena. Also wäre auch eigentlich unlogisch, wenn es die gäbe. Ups. Das ist halt nice, dass der Wolf sich jetzt angesteckt hat an dem anderen. So, das ist der Grund, warum ich auch eigentlich gerne Feuer spiele. Weil die sich gegenseitig in Flammen setzen. Beziehungsweise, wenn die durch die Leichen durchstriden. Upsa. Dann klappt das eigentlich ganz gut. Oh, eigentlich krass, dass ich mit einem Headshot, den ich one-shotte, obwohl ich 99 bin. Ups. So war das nicht geplant. Dir geht's Wolle? Wolle geht's richtig super. So. Wow. Simba, lass das. Könntest du eventuell, wenn du selber Lust hast, auch ein Video machen, in dem du deine Meinung zu allen Packs sagst und sagst, welche das Beste ist? Puh, ja, auch coole Idee. Coole Idee. Glaubst du, dass das neue SC besser als Odyssey gefallen wird? Ja, ich glaube, dass mir das nächste AC besser gefallen wird, weil Ubisoft momentan Origins und Odyssey nimmt, um zu lernen und um das Spiel besser zu machen. Und das dritte soll ein Vollblut-RPG werden und ich bin voll der RPG-Fan. Weswegen ich denke, jo, das nächste AC, das wird wahrscheinlich mein Liebstes. Oh, hoffentlich. Es ist eine Hoffnung. Aber mal schauen. Vielleicht wird es auch nicht so. Wow, waren das gerade 1,8 Millionen? Das war ja mal gar nicht so verkehrt. Du hast doch ein Abzeichen, Bluefire Olli. Nice. Was ist von allen Games, die du jemals gezockt hast, dein Lieblingsspiel? Mein Lieblingsspiel ist, glaube ich, The Witcher 3. Ich habe heute nochmal übrigens nachgedacht. Das Spiel, in das ich am meisten gespielt habe, ist tatsächlich World of Warcraft. Ich musste dann denken, weil ein Kumpel mir WhatsApp-Sprachnachricht geschickt hat und so einen WoW-Song vorgesungen hat. Ey, ich kam gar nicht mehr klar. Und dann hatte ich irgendwie Lust, mich darüber zu informieren. Ja, dieses WoW-Klassik kommt ja raus. Stell dir das vor, du kriegst so eine Sprachnachricht, denkst du nichts, auf einmal singt dir so ein Typ ins Ohr und du bist gerade im Büro. Aber warte, lass einmal kurz gucken, wie weit wir hier sind mit der Quest. 5 Töchter der Artemis brauchen wir noch. Ich glaube, 3-mal haben wir es jetzt gemacht erst, oder? Oder vielleicht sogar 4-mal. Ich habe nicht mitgezählt. Ja, jetzt brauchen wir noch griechische Anhänger. Leute, könnt ihr mal callen, wo ihr die am liebsten killt? In Festung? Ich glaube, hier in Achaia gab es eine. Die Live-Events sind immer richtig geil und abwechslungsreich. Stimmt, Bluefire Olli. Ich habe mir überlegt, dass ich mir so Memes so zum Einblenden in den Livestream besorgen sollte. Dann drücke ich so auf, wie so beim Raab die Nippel. Wisst ihr, was ich meine? So kann ich meinen Humor halt immer kennzeichnen. Dann kommt immer so ein Trollface oder so, wenn ich irgendwas total trocken sage. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Moment mal, das sind keine Anhänger des Ares. Oh, ich bin so ein Schnock. Das sind Kultisten. Hat bestimmt schon einer geschrieben. Aber egal. Ich mache ja gerne einen Ausflug hierhin. Sehr gerne sogar. Kappa. Wolle! Alle lieben und schätzen ihn. Wer das lustige Video, was der Aceton geschnitten hat, schon gesehen hat, der weiß, Wolle ist jetzt offiziell Haarmodel. Es ist der Big Boss im seidenen Mantel. Wolle ist auf jeden Fall offizielles Haarmodel von Ubisoft. Natürlich nicht ganz offiziell, aber ich sag mal Fragnard offiziell. Und wenn ich sage, etwas ist offiziell, dann ist es meistens, naja, ist es dann nicht, aber es ist lustig manchmal. Auf jeden Fall, diese Frisur hat es wirklich geschafft. Es ist einfach der Shit. Ganzer Name von Wolle, Wolfgang. Ich glaube, Kultmember, aka Anhänger des Ares, sind auch an einem anderen coolen Ort zu finden. Den ich sehr schätze, aber machen wir erstmal hier in Attika. So, haben wir schon 7 Stück, Leute. Kann ja nur noch besser werden. Denk immer, diese aufgefällten Leichen wären irgendwelche Gegner. Stattdessen sind das nur aufgefällte Leichen. Keine Ahnung warum. Du magst Wolle nicht? What? Das Ding ist, ich fand Wolle halt auch eigentlich... Als ich Wolle gesehen habe zuerst... Nein, das sage ich jetzt nicht. Ich fand Wolle schon immer geil. Schon immer. Als ich Wolle das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, das ist das perfekte Pferd. Das war mein erster Gedanke. Die Synergie von Frisur, athletischem Körper und Nutzvieh war einfach da. Okay, jetzt kommt die wahre Challenge. Er dodgt nämlich... Naja, jeden zweiten Fall.
Diese Taktik hilft in 50% aller Fälle. Aller Pfeile. Tanz zur Musik. Ja, deswegen habe ich tatsächlich auch Musik angemacht, weil der so abgedanced hat. Ja, zu Artikel 13. Ist natürlich momentan das größte Thema überhaupt. Ich habe die Meinung, es ist gar nicht so schlimm. Es ist nicht der Untergang des Internets. Es ist nicht das, die völlige Meinungsbeschneidung. Denn das Ganze dauert noch locker 2 Jahre, bis es durch ist. Und in dieser Zeit kann noch so viel Beratung passieren, können noch so viele Demos laufen, dass im Endeffekt in 2 Jahren, ja, jeder weiß, okay, das ist nicht sinnvoll, was wir hier machen. In 2 Jahren kann viel passieren, wenn wir weiterhin auf der Straße unterwegs sind, wenn wir uns weiterhin dazu äußern, sagen, dass das Code ist, dann kann da noch viel passieren, Leute. Also malt da mal nicht den Teufel an die Wand. YouTube wird es weiterhin geben. Es ist nicht der Untergang von allem und es geht weiter, Leute. Auch Politiker können einsichtig sein. Das bedeutet jetzt nicht, dass das Internet tot ist. Ja? Wieder schauen, liebe Menschinnen. Und jetzt ist endlich echt mal Schluss, ne?